Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen, Version 3.0. Ich werde jetzt gleich die nächste Seemaschine nehmen. Ich habe doch festgestellt, dass es Standardmaschinen. Da geht erstaunlicherweise sogar Multifunktion. Warum weiß ich auch nicht? Meist glaube ich nicht. Aber das passt schon. Und wir haben jetzt auch Pferdegras mit diesem Gerät möglich. Die erste unterwegs, den zweiten schicken wir gleich los, den tanken wir noch voll, aber den anderen ist auch voll getankt. Ich glaube, dass er nicht so ist. Schauen wir dann gleich. Beziehungsweise lassen wir überraschen, ne? So, und den werden wir auch mal reparieren und gleich umstellen auf Pferdegras. Ich kenne mich am besten, also da 100%, ich vergesse es nachher. Dann haben wir zwei Sorten Frucht eingepflanzt. Ne? So soll es ja nicht sein. Ne? Pferdegras und Dünger 100%. Mod hätte ein bisschen mehr, aber gut. Auch mal das reicht. Ne? Weiß ja nicht, wie der Verbrauch ist. Mit Dünger und so. Und frei müsste ich eigentlich gut hinkommen. Jetzt unser erstes Feld mit Pferdegras. Ob wir das nachher normal mähen können oder Drescher oder so, weiß ich nicht. Kann man sehen, ne? Was geht, ne? So, da sind wir. Zacken wollte ich auch noch, Mensch, nicht vergessen, du. Ja, reparieren. Das war auch notwendig, also. Zack damit. Extrem hohen Verschleiß. Kann nicht gut sein auf Dauer, ne? So, tanken wir gleich. Hab ich noch Gewicht? Na, haben wir irgendwas geschafft. Oh, ein LKW. Ja, den habe ich hingestellt. Also, wie gesagt, das muss alles ne, irgendwie Hand auf Fuß haben. Die müssen einen festen Platz haben. Sonst gibt es auf Dauer Probleme. Und da muss ich mal sehen. So, jetzt wollen wir gleich mal hier volltacken. Mein Sprit. Und Start. Und dessen können wir hier mal umstellen. Feld 29. Lassen wir hinfahren, ne? Wenn er voll ist. So. So, dann können wir erst anfangen. Und da muss ich anderen beiden Gerätschaften gucken, ob wir da kalken wollte ich noch. Dann machen wir gleich kalken. Der Kalkschalter ist schon voll. Und den lassen wir Richtung fahren. Dann werden wir gleich mal den anderen Ladewagen voll machen mit Kalk. Weil das wird ja nicht reichen, ne? Auf Dauer, ne? Da nicht, da. Ich steige mal ein. Das ist der mit Sammelwagen, ne? Den wollen wir nicht haben. Wo ist der die hin? Ist der noch auf dem Acker? Der ist noch im Acker, Mensch. Sag doch keine. So, vor einfahren. Weil den brauchen wir auf Feld Nummer, ja, ich glaube 47. Ne, oder 48 wegen. Ja, nachfüllen nachher, ne? Und der muss im Hof, der brauche ich, muss selber nachgefüllt werden. Und der würde hier auch im Weg stehen, sobald die anfangen mit der Arbeit. Wir schicken den mal auch zum Kalk, beladen Kalk, den Punkt, da können wir hinfahren. Eigentlich muss ich zur Straße fahren, sonst weiß er den Weg nicht. Hier auf dem Feld ist noch keine Ankunft, eigentlich noch nicht programmiert. Von daher ist noch nicht alles da, was wir haben wollen. Ne? Aber einer nach dem anderen. Wie gesagt, die Fahrzeuge müssen alle erstmal, oder die Felder müssen bestellt sein, dass wir dann ein bisschen ruhiger haben. Ne? Dann können wir andere Arbeit noch erledigen, die wichtig sind. So, das ist typisch, die KI-Felder sind alle schön gedüngt. Na, ja, da nicht.
Ja, die 49 von Kalkan. Der Rest ist mir egal. Erstmal jedenfalls. So. Ach, die fahren da lang. Okay. Ja. Das wollte ich hier. Wollte tanken, ne? Jetzt habe ich den hier Straße wieder stehen lassen. Naja. Dann tanken wir den erstmal voll. Gibt's ja auch nichts. Und der muss hier ein bisschen weg. Sitzt im Wege. Kann sein, dass er an ihm vorbeikommt. Das ist schlecht. Im Raum oder bei der Aussaat näher. Das ist ja das nächste, was wir da machen wollen. Ich muss mal sehen, wo alle lassen wir die Fahrzeuge. Das weiß ich noch nicht. Noch brauche ich sie ja, ne? Das ist ja das nächste. Heute gab es gestern eine Zeitschrift gekauft, Computerbild. Und da gab es eine Software drin, also ein Treiber aktualisieren, eine Vollversion. Die kostet so, wenn man sich allein kauft, ich glaube 29 Euro oder so, für 3 PCs. Und ich habe jetzt für 2 PCs gemacht und für einen Bruchteil, wenn man hochrechnet, ne? Habe ich da jetzt zugeschlagen. Ich warte ja darauf, dass ich von der Antivirensoftware wieder so ein Ding kriege, so eine CD mit einem Aktivierungscode. Und da kann man dann entsprechend ein Jahr verlängern, ne? Tanken wollte ich. Und das, darauf laufe ich auch noch, ne? Aber ist zur Zeit noch nicht. Denn da kann man sich etliche Euros einsparen, ne? So, den tanken wir jetzt mal. Und dann dürfen wir nicht stehen lassen hier, das ist das ganze Problem. Aber tanken wir notwendig, sonst ist hier bald Ende im Gelände. Dann bleibt irgendwo stehen, haben wir ohne Stress. Was machen eigentlich die Feld 10 normalerweise? Mal gucken. Feld 10 ist auch, also hier. Naja, dauert ein bisschen, das ärgert mich ein bisschen. Ich krieg da mal Flug nicht eingestellt. So, danke ist voll. Dann muss ich mal schauen, wo kann der stehen, ohne dass er stört. Am besten hier irgendwo erstmal. Das eine Silo will ich voll machen, das ist da, wo der Radarm steht, ne? Und hier kann ich ja im Prinzip erstmal die Fahrzeuge parken. Wahrscheinlich Pferdegras mache ich hier rein. Bin in der Wand. Das kann man testen, aber das andere sehen will, ne? Aber ich komme nicht rein. Gut, gutes Zeichen. Nase juckt. So, was wollte ich machen? Ausmachen. Den Kalkstreuer wollte ich fahren. Den Kalkstreuer. Den wollte ich ja zur. So, Feld Nummer 48, da ist nochmal nichts. Aber 49, egal, beide Ecke. Beide Felder verwechsel ich mal wieder. Pferdegras angekommen, ne, oder? Fährt noch, ja. Wüste, angekommen. Der erste angekommen, der zweite auch bald. Dann können wir gleich starten. Ich kann mal aufpassen. Gegenverkehr, ne? Die beiden Fahrzeuge, die Geräte standen sind ungünstig, die ersten zwei. Aber jetzt geht's. Später muss ich sehen, hier können zwei stehen, theoretisch. Vielleicht sogar drei. Ups. Ein bisschen dichter ran oder hinfahren. Die Straße besser, man sitzt im Fahrzeug. Oh ja, ich werde gleich müde. Ich hab doppelt schlafen sollen, aber ich wollte auch nicht. Und bei den Namen schlafen wird man richtig bockig, also nicht, überhaupt nicht fit. Da kommt ein freier Traktor für den Fall des Falles. Die nächsten beiden Fahrzeuge müssen nochmal arbeiten. Das ist für die Aussage.
Also ein Feld aussuchen, wo ich mir auf Weizen und Gerste machen kann. Das sind dann die Felder, die dann im Prinzip dann Raps raufkommen würde für das nächste Jahr, ne? Der T9, also der mal Holland. Kommt da eine Kurve nicht klar? Ja, das ist ein groß. Wenn ein großer Flug ist, bei so einem Feld dann ungünstig. Aber das ist zu spät. Wenn der kümmern gleich. Immer kalken, immer kalken. Hier so viele Aufgaben zur gleichen Zeit machen, das ist ja ungünstig. Aber das ist jetzt leider so. Schöne Flügchen von überall. Nicht perfekt, aber gut. Vielleicht muss ich doch so einen Mod nehmen, der umgebaute Gruppe, ne? So, mal gucken mal. 49, glaube ich. Ich glaube, hier rechts war es gewesen. Aber da gucken wir vorne mal rein in den Menü. Sonst sehen wir mal, passiert mit dem ja, da muss Kalk rein, genug. Das lässt sich auch verwechseln mit Gruppen, ne? So, alten Kurs löschen, Kursgenerierung 49, zwei Vorgewände, Generierung, ein Fahrzeug, zwei. Ich habe Angst, dass die Kurven Probleme kriegen. Und einstellen. Jetzt gucken wir hier nach und dann hier. Wo es hakt am Baum. Da ich ja nicht weiß, wo er aufgetaucht. Die Sau lacht mich raus. Entschuldigung. Aber ich muss hier wissen. Ah, jetzt die Löwenkurverei hier. Ach ja, das ist klar. Also die Bäume natürlich ungünstig, ne? War das schon so weit? Ja, da muss ich Barat machen, also manuell. So, aber erst wollte ich mal sehen, dass ich einen anderen hinkriege. Durch ihn machen können. Wir lassen ihn auch wieder fahren, ne? Also ich hab nicht. Die zweite Bahn. Also zwei, drei Bahnen erst gemacht. Dann machen die wieder weiterfahren, ne? So. Da kurz mal gucken. Gut, kann er weitermachen. So, kalken. Erste Runde. Da sind sie. Wir gehen hier vorne. So. Diesen Modus, ne? Hier werden wir kurz auf Null machen. Im Grunde reset normalerweise. Zeit, oder oh, jetzt noch. Ja, ich versuche immer ein bisschen so die Zeit so einzurichten, dass es nicht über 18 Minuten geht. So grob, ne? Geht nicht immer, aber es klappt am Daumen zum meistens. So. Zwei Stück und zwei Fahrzeuge. Kurz generieren mit 7% müsste alle hinkommen. Und wenn nicht, müssen wir nacharbeiten. Ja, hier mal gucken, dass er sich hier nicht irgendwo im Wald verfringelt. Ne? Also zurück. Und du darfst
Links fahren. Aktiviert und hinten hier machen wir auch mal ein bisschen länger. Das ist gar nicht so blöd, weil dann wenn er anfängt zu spinnen, ne, dann kann er das speichern wir ab. Feld 29 aus was? Ja, das ist eine Runde Getreide. Von der Arbeitsbreite her. Getreide. 15 Meter. 2. War. So, okay. Gut, das geht nicht. Aber er geht noch. Okay. Speichern. Einstellen. Vielleicht den zweiten auch noch nehmen dafür, ne? Dass er, aber da er gut 4 Meter voller Vorsprung haben soll, ist das ganz cool. So, der ist vollgetankt. Der andere nicht guckt. Hier mal los, einfach mal laden. Aussaat. Naja, alles geschrieben. Ich mag ganz gerne jetzt. Fährt nur 20 gemacht. 12. Das Problem ist, ich mache es nur verschieden. Und das ist nicht gut. Dann tut man sich doof und dämlich. Nun fahren wir gut aus normal. So, das klappt. Schon mal geladen. Und ersten Wegpunkt. Und du bist dann rechts. 0. So. Oh, der andere haut schön ab, du. Wie gesagt, Pferdegras eingestellt. So, Zuschauer, das da. Was hier nur Streik. Rechnen. Zuschauer, das soll es dann auch für heute schon gewesen sein. Sagen wir schon danke fürs Reinschauen. Dann sage ich mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, würde mich freuen, wenn ihr morgen da seid. Bis dann und tschüss.